Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Jugendbuch für Kinder so ab 12, 14 Jahre, Die Suche nach dem Drachenring, vorstellen von Silke Schäufler. Das Buch ist 2014 im Leipziger Lüscherz Verlag erschienen. Es ist eine Hardcover-Ausgabe, umfasst ca. 360 Seiten. Hier sehen wir die Rückseite des Buches. Und auf den beiden inneren Umschlagsseiten findet man eine Übersichtskarte, was eine schöne Zugabe vom Verlag ist, und man kann sich auf dieser Übersichtskarte dann immer wieder auch neu orientieren im Geschehenplot. Die Umschlagscover, also das Cover, hat Thomas Leibe illustriert, und er weist schon mit seinem Stil auf die Spannung in diesem Buch hin. Also wir sehen hier einen goldenen Drachen mit rot leuchtenden Augen, umfangen von einem Feuerring. Die ganze Szene spielt sich in einem dunklen Wald ab, und im Hintergrund geht blutrot die Sonne unter. Also dieser Gegensatz zwischen Orange, ne, Schrift und blutrotem Hintergrund und dem schwarzen Wald, wo man den Drachen um diesem Feuerring findet, weist schon auf den hohen Spannungsgehalt in dem Buch hin. Um was geht's in dem Plot? Hauptfigur ist Phil Martin, ein circa ja, fast 14-jähriger Junge, dessen Eltern Anna und Thomas hochbegabte Entwickler für Computerspiele sind, und die sind eines Tages urplötzlich verschwunden. Phil steht ganz allein in der Welt, da er hat keine weiteren Verwandten, und jetzt geht es darum, wo und warum die Eltern verschwunden sind. Zunächst gibt es überhaupt keine Spur. Es tritt ein ominöser Unbekannter auf, der sich als falscher Polizist ausgibt und versucht, erstmal Phils Vertrauen zu bekommen und in dem Haus von Phil nach Spuren von den Eltern zu suchen. Schnell stellt sich also heraus, dass dieser Großunbekannte nichts Gutes im Schilde führt, und wie gesagt, zunächst gibt es überhaupt keine Hinweise, wo die Eltern verschwunden sind. Dann tritt Leo, ein Mitschüler von Phil, auf, der sehr beleibt ist und auf seiner ja weiblichen Art und seiner Körperfülle gemieden wird in der Klasse und so ein bisschen das Mobbing-Opfer ist. Und Phil steht jetzt neutral ihm gegenüber, und ja, und Leo, dessen Vater in derselben Firma wie Phils Eltern arbeitet, ist der einzige Augenzeuge vom Verschwinden der Eltern. Denn, so sagt Leo, Phils Eltern sind in einem Computerspiel verschwunden. Und mittels eines Digitalisators und einen Urtyp hat noch Leo aus dem Büro von Phils Eltern mitgenommen und auch eine Kopie von dem Spiel, was noch völlig unbekannt ist, unveröffentlicht ist. Und nun machen sich die beiden, begeben sich in das Computerspiel, machen sich dort auf die Suche nach Phils Eltern und müssen ganz viele Abenteuer erleben und bestehen. Das Buch ist also eine Mischung aus verschiedenen Genres. Es geht am Anfang so um Kriminalfall, also dem Verschwinden der Eltern, dann geht es so ein bisschen Utopie, dann findet man in dem Buch, in dem Computerspiel, spielt eine Schule eine große Rolle, dann gibt es so magische Fantasy-Elemente im Buch, fliegende Pferde, Wölfe, die sprechen, und das alles, diese Genres, verbindet Silke Schäufler perfekt miteinander. Also es steht nicht ein kunterbuntes Mischmasch, sondern der Leser weiß ganz genau, wo in welchem Fall er ist. Und vor allen Dingen ihr Erzählstil ist spannend. Also sie hat einen lebendigen Stil zum Schreiben. Sie schafft es, also diese Spannung auf diese 360 Seiten festzuhalten. Man weiß nie als Leser, wie die Geschichte ausgeht. Vorab schon sei verraten, das ist der erste Band einer Reihe, also es gibt noch einen zweiten Band. Und ja, und das ist natürlich ganz gut, wenn man jetzt nicht so dieses Typische hat, wo man weiß, aha, jetzt kommt das Element und danach geht die Geschichte so weiter, sondern es kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Diese utopischen Elemente, die da mit drin spielen, in dem, ja,
der Leidenschaft von Phils Eltern geschuldet, die nicht nur Computerspiele entwickeln, sondern auch ihr ganzes Haus da ganz modern mithilfe von Computertechnik eingerichtet haben. Und es macht einfach Spaß, es ist ein guter Anknüpfungspunkt, also nicht nur das Computerspiel, sondern auch diese ganzen technischen Sachen für die jugendlichen Leser, sich diesem Buch zu widmen. Und ich gebe mal eine Leseprobe vor, und zwar kommt Phil nach Hause. Als Phil die Kühlschranktür öffnet, wurde er von den eingebauten Sensoren erfasst. Anschließend empfahl ihm der Kühlschrank einen Obstsalat mit Nüssen, der sich im obersten Fach befand. Phil lehnte den Vorschlag ab und griff stattdessen nach einer Flasche Mineralwasser, ohne das blinkende Warnlämpchen des Kühlschranks zu beachten. Betreffende Person weist erhöhte Körpertemperatur auf. Empfehle dringend Vitamin C-Zufuhr. Die Schublade des Gemüsefachs sprang auf. Tomaten und Paprika leuchteten Phil entgegen. Vorschlag abgelehnt, sagte der und tippte mit der einen Hand leicht gegen die Schublade, die sich sofort wieder schloss. Mit der anderen Hand setzte Phil die Wasserflasche an den Mund. Der Kühlschrank gab sich jedoch nicht so schnell geschlagen. Suche nach Alternativen. Das hektische Flackern einiger Kontrollleuchten war ein Zeichen dafür, dass sein elektronisches Gehirn auf Hochtouren arbeitete. Da Phil keine Lust hatte, sämtliche Vorschläge für eine vitaminreiche Kost anzuhören, beendete er kurzerhand das Ernährungsberatungsprogramm. Was gibt es heute Abend zu essen? Fragte er. Auskunft unmöglich, schnarrte der Kühlschrank. Komm schon, Herbert, verrate mir wenigstens das aktuelle Passwort von deinem geheimen Fach. Dann kann ich selbst nachsehen. Keiner merkt was. Auskunft unmöglich. Bitte Tür schließen. Muss Soll-Temperatur wieder einstellen. Bevor Phil die einzelnen Fächer nach dem Rest Schokoladenpudding vom Vortag durchstöbern konnte, ertönte ein Warnsignal. Bitte von der Tür entfernen. Tür wird automatisch geschlossen. Mit einem Knall flog die schwere Tür zu, deren Display neben der Belegung der einzelnen Fächer nun außerdem anzeigte, dass sich nur noch eine Flasche Mineralwasser im Kühlschrank befand. In der Spaltung für das Geheimfach stand Überraschung. Enttäuscht stellt Phil fest, dass der Schokoladenpudding aus der Liste verschwunden war. Du könntest ruhig ein bisschen netter sein. Er warf dem Kühlschrank einen vorwurfsvollen Blick zu. Nimm dir ein Beispiel an Lou. Also man merkt schon an dieser Szene, wie witzig auch Silke Scheifler diese utopischen Elemente einbaut. Also schon fantastisch, wenn man sich mit diesem Kühlschrank unterhalten kann. Und ich glaube, das spricht vor allem die Jugendlichen an. Es ist nicht, überwiegt nicht so sehr das Ganze. Also es ist nicht immer ein Klamauk an den anderen, sondern sie konzentriert sich wirklich auf den Plot der Geschichte, aber das lockert den ganzen, Plot auf und macht einfach Spaß zum Lesen. Es gibt immer wieder Anklänge an aktuelle Jugendliteratur oder an ja, aktuelle Zeitgeschehnisse. Also in der Schule, dann in den Computerspielen müssen Phil und Leo zum Beispiel ein Fahrtraining übernehmen. Also das ist so ein typisches Element. Autorennen, ein Computerspiel, und das müssen sie jetzt irgendwie bestehen. Das machen sie, und ihre Fahrlehrer haben Namen, die eben ähnlich den heutigen berühmten Autorennfahrern sind, und das zum Beispiel auch ein ansprechendes Element, oder man sieht die Schule mit ihren ja, Geheimgängen und das Zauberhafte, und das überhaupt so eine Schule gibt, das erinnert natürlich schon so an Harry Potter. Silke Scheufler hat jetzt diese Elemente nicht irgendwie kopiert und da reingebaut, sondern dann lehnt also an, sucht dort die Querverweise und baut das in ihre ganz eigene Art und Weise auf. Insgesamt ist es eine wunderbare Geschichte, die man hier hat, die Spaß macht zu lesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Der Erzählstil ist ansprechend, unterhaltsam, es wird nie langweilig. Auch die Beschreibungen halten sich da in den Rahmen und geben so viel ja, Platz, dass man sich da was ausdenken kann. Sind natürlich ein Stück ausführlicher als zum Beispiel in einem Kinderbuch, aber dennoch jetzt nicht so übertrieben. Es macht Spaß, das Buch zu lesen. Man freut sich da auf den zweiten Band. Deswegen von mir eine absolute Empfehlung für dieses Buch. Die vollständige Rezension lesen Sie wie immer bei mir im Blog. Ich verlinke in der Infobox darauf. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Silke Scheuflers Jugendbuch Die Suche nach dem Drachenring aus dem Leipziger Lüscherz Verlag oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch oder einem Bilderbuch. Wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ihre Wenke Bönig.